Herzlich willkommen zur dritten Fleet Convention. Das Event hat sich in den vergangenen 3 Jahren von einem wichtigen Branchentreff zum größten unabhängigen Fuhrpark-Event des Landes entwickelt. Heute versammeln sich insgesamt 47 Aussteller und 670 Besucher in der Wiener Hofburg. Und bei letzteren werden wir mal nachfragen, warum sie heute kommen, was ihnen besonders gefällt an der Fleet Convention und was sie vom heutigen Tage mitnehmen. Es ist ein extrem guter Branchentreff, würde ich sagen. Ich finde sehr viele Informationen, die für meine beruflichen Tätigkeit sehr wichtig sind. Und ich finde alle kompetenten Partner, die ich in meinem Berufsleben brauche. Es ist eine sehr gute Möglichkeit zum Netzwerken und natürlich auch der Informationsgehalt. Es sind immer Vorträge dabei, die speziell für einen interessant sind. Also man nimmt auf alle Fälle was mit raus. Ich war bei der ersten Veranstaltung vor 2 Jahren hier und es war höchst interessant für mich, gerade wo es darum geht, innovative Dinge zu erfahren, wie es weitergeht mit der E-Mobilität, mit dem autonomen Fahren etc. Und ich erwarte mir halt einfach von dieser Veranstaltung heute Ähnliches. Wir sind Softwareentwickler, auch im Bereich Fuhrparkmanagement. Und sind natürlich immer interessiert an neuen Anregungen und Erweiterungen unserer Apps oder Desktop-Varianten, was auch immer. Ja. Und es ist natürlich ein wunderbarer Rahmen, um mehr zu erfahren. Ja, wir sind dabei, unseren Außendienst zu vergrößern und brauchen entsprechend mehr Fahrzeuge, Außendienst-Mitarbeiterfahrzeuge. Es geht um neue Leasingverträge, es geht auch um das Thema, diese Leasingfahrzeuge zu verwalten, also auch um Software, um das zu unterstützen. Und das war eigentlich der Grund, um sich hier einen Überblick zu verschaffen. Ich bin Zulieferer zur Nutzfahrzeugindustrie und dadurch bin ich hier, ganzen Fuhrparkmanager zu treffen und meine Kunden zu besuchen und an anderen Eventen und anderen Objektivität zu sehen. Es ist sehr interessant, einmal Leute wieder zu treffen. Man kennt sie in der Branche, das ist ja ganz normal. Und man lernt auch neue Sachen kennen. Und beide Sachen macht das Ganze aus. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Was konkret wollen Sie mitnehmen von heute? Wie es mit der Mobilität weitergeht. Mit Dieselverboten für die Städte, mit Elektromobilität, auch anderen Alternativen. Die fehlen mir momentan noch ein bisschen. Schauen wir, ob noch was kommt. Konkret ist einmal der Vortrag von den Kreiselbrüdern, der mich sehr interessiert hat, da unser Unternehmen auch in Oberösterreich aufgestellt ist. Ja, die Hofburg ist natürlich immer eine perfekte Location für solche Großveranstaltungen. Ich finde es auch von den Ausstellern her sehr divers. Also viele unterschiedliche Themen waren abgedeckt. Jetzt nicht nur das Automobilthema selbst, sondern auch die ganzen zusätzlichen Lösungen. Ich finde das ein sehr umfangreiches Package.